und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, es ist wieder soweit. Ich habe mir von den Neuheiten von JM Creation etwas aussuchen dürfen. Und das zeige ich euch als erstes. Denn die sind jetzt ab Juni gültig und die sind da quasi auch im Shop zu finden. Den Shop verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Und ich schreibe euch die ganzen Artikelnummern dazu. Und was wollte ich noch sagen? Genau, ich habe dann, gibt es noch ein weiteres Video von mir, wo ich dann den Rest, den ich noch bestellt habe im Shop, euch zeigen werde. Aber ich konzentriere mich jetzt erstmal nur auf die Neuheiten. So, als allererstes habe ich hier die Zweige-Silhouette. Entschuldigt bitte, ich habe eigentlich ein Video gemacht, wo ich alles zusammengezeigt habe. Dann habe ich diesen Planer wieder verworfen. Und ich hatte das leider schon ausgepackt und ja, verräumt quasi und auch schon gestempelt. Aber ja, ich habe auf jeden Fall die Zweige-Silhouette. Die sehen so aus, wenn die zu euch kommen. Ich habe leider keine EZ-Mount im Paket gehabt, aber ich werde mal fragen, ob das noch geht. Denn das ist bei einem anderen Stempelset. Ich habe nämlich noch diese süßen Füchse hier. Das ist den süßen schlafenden Fuchs. Der heißt auch schlafender Fuchs. Da habe ich nämlich das Gleiche. Also ich sage jetzt einfach, das kann mal passieren, ne? Aber ich denke einfach mal, ich werde sie da nochmal kontaktieren und dann bekomme ich das Mount noch dazu bestimmt. Und ja, abgestempelt habe ich diesen Fuchs allerdings trotzdem schon. Das hat sogar geklappt. Also ich habe den einfach auf einen Acrylblock gelegt, so wie er ist, der Gummi, und habe den geschwärzt. Und habe dann einfach mein Markerpapier drauf gedrückt. Und so sieht mein Fuchs jetzt koloriert aus. Er ist auch ein Stückchen größer wie das Abbildungsbild. Also super niedlich einfach. Dann habe ich noch den Mustermix 3. Also es gibt wohl noch zwei andere im Shop. Und den fand ich halt total cool. Machen wir halt hier Holz. Dann hier solche Striche, die man halt so machen kann. Dann dieses Gingham, was ja relativ beliebt ist. Und dann hier haben wir noch Punkte. Und so ein Balken und noch ein Balken, etwas breiter und ein bisschen unebener. Das fetzt ja auf Karten immer ganz cool. Die habe ich nämlich auch schon montiert. Also da, die sind montiert. Wie die Stempel ankommen, könnt ihr ja bei meinem ersten Video sehen. Also welches ich als erstes von JM Creation gedreht habe. Und das sind jetzt die ganzen Stempel. Also perfekt auf die Kartengröße auch abgestimmt. Also muss man nicht zweimal ansetzen. Das ist der Mustermix. Und dann, das ist mein Lieblings, also irgendwie ist das mein Lieblingsset. Dann habe ich diese Füchse und das Laub noch. Die sind so niedlich. Also ich persönlich, ne, ich musste die sofort haben. Ja, die sind echt süß. Und da habe ich natürlich hier auch das ganze Laub. So, da gibt es halt in Vollflächenstempel. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ja halt immer von jedem zwei Blätter. Und hier haben wir den wo es nur die Umrisse stempelt. Und hier haben wir den Vollflächenstempel. Muss man nur in ein buntes Stempelkissen gehen und schon hat man da den ganzen Abdruck. Und dasselbe hat man bei diesem Ahornblatt auch. Und bei diesen noch eben. Was ich jetzt noch nicht probiert habe, ist, ob der Stempel da reinpassen würde. Aber das kann schon sein. Ich werde das mal probieren. Müsste ich mal probieren. Wie gesagt, ich habe das noch nicht getestet. Ob das jetzt so gedacht ist, dass ich diesen Stempel auch ausfülle damit. Weil ich habe den jetzt bloß koloriert. Kann ich euch auch gleich zeigen. Und hier haben wir noch diese zwei Füchse. So. Eben. Ich habe nämlich das ganze Set schon koloriert und dann haben wir hier den süßen Fuchs. Dann haben wir hier noch einen. Und wie gesagt, ich habe diesen Vollflächenstempel nicht benutzt. Ich habe die Blätter einfach koloriert. So, die auch. So. Wie gesagt, das mit dem bunten Stempelkissen, ob ich das da ausfüllen kann damit, das muss ich erst noch testen. Aber es sieht bald so aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schaue da, muss ich erst mal schauen.
So, dann haben wir noch, also das ist auch das Letzte, was ich mir ausgesucht habe. Diesen hier, den habe ich ja, auf ein Stück Cardstock quasi drauf gemacht. Und mit Magneten, ja, weil es einfach besser geht für Stanzen. Ihr seht das, bleibt drauf. Geht einfach besser für Stanzen, wenn man das so aufbewahrt. Auf jeden Fall ist es dieses Set, Büttenrand Bordüre Wimpel. Richtig cool. Also da haben wir hier so einen Rand, wo ich halt denke auch, dass dieses Teil auch in eine komplette Slimline, dass ich da damit stanzen könnte. Also Dienlang-Stanze, Entschuldigung. Dann haben wir hier so ein, ja, Wellen, Berge, wie auch immer. Dann haben wir hier diese Stern- und Herzbordüre. Die ist total schön, also mir gefällt die sehr gut. Und dann haben wir hier natürlich noch diesen Aufhänger, wo dann am Ende wahrscheinlich die Wimpel rankommen. So, ich habe es noch nicht Probe gestanzt, müsste ich vielleicht mal tun, aber wie gesagt, ich habe das gestern gekriegt und habe als allererstes koloriert. Das ist das, was ich immer als erstes mache, weil es am längsten dauert. Logisch, ne? So. Dann, das war's eigentlich jetzt erstmal. Ich hänge euch ran, was ich damit gebastelt habe und das sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt gebastelt. Ich habe mir als allererstes, weil ich euch das vorhin ja schon gesagt hatte, dass ich denke, dass man mit dieser Büttenrandstanze hier, was ja hier bloß so ein Häkchen ist quasi, dass man damit eine Slimline machen kann, habe ich mich natürlich gleich mal daran gesetzt, eine Slimline damit zu machen, weil ja, ich das einfach wissen wollte, ob das geht. Und das ist sie. Oh, es kann sein, das sieht man jetzt gar nicht so wirklich, aber ich habe hier so Schimmerpapier genommen. So, was so lila-blau schimmert. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt. Ach so, so. Und ja, das ist jetzt der. Daraus habe ich jetzt die Slimline gemacht. Das ist jetzt der Rand. Und dann habe ich die Fähnchen benutzt. Also, da sind jetzt noch ganz viele übrig. Ich habe da jetzt ja noch so einen Köcher voller Fähnchen übrig. So, dann habe ich die, das zeige ich euch dann erst im zweiten Video. Das ist mein Dankeschön-Stanze, die ich gekriegt hatte. Das sind diese Kätzchen. Und ich habe ja dann noch bestellt dieses herzlichen Glückwunsch, das ist auch von JM Creation. Kann ich euch zeigen. Das ist der hier. Herzlichen Glückwunsch habe ich da noch mit dazu genommen. Und ja, also, wie gesagt. Da ist jetzt das entstanden. Ich persönlich finde sie eigentlich sehr schön. Also finde sie gut. Für eine Slimline ist sie schön geworden. Und ja, wie gesagt, das Schimmerpapier, das ist echt, das ist richtig geil. Ja, dann habe ich, also sie ist ein bisschen anders geworden, wie ich sie gedacht habe, aber das ist in Ordnung. Passiert so. Meine zweite Karte, die ich gemacht habe, ist diese hier. Dazu habe ich diesen einfach mal chillen Fuchs genommen, also den schlafenden Fuchs hier. Den ich ja, da habe ich ja nur den Stempelgummi. Und dann habe ich den Spruch dazu sogar embossed in weiß. Dann habe ich mir die Gummis wieder bloß auf einen Stempelblock draufgelegt und dann ja, habe ich mein schwarz schon vorpräpariertes Papier benutzt. Also wieder drauf gedrückt und dann hat das seltsamerweise auch geklappt. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht benutzt habe, sind leider die Silhouettenzweige. Aber das stelle ich mir halt schwierig vor. Bei so einem Spruch geht das noch und auch bei dem, wo man jetzt nicht so speziell irgendwo hinstempeln möchte, geht das. Aber da ich die ja dann schon ja, richtig punktuell stempeln möchte, funktioniert das jetzt da gerade noch nicht, aber das hole ich auf jeden Fall nach und zeige euch auf jeden Fall noch etwas damit. Und dann, ach genau, ich habe dann auf jeden Fall hier mit die Blätter gestempelt, ne? Das sieht man ja vielleicht auch hier so ein bisschen eher dezent und hier sehr, ja, ich habe es ja auch ineinander gestempelt, die Blätter, die da dazu waren zu den anderen Füchsen. Also mit den Blättern hier habe ich das gemacht. Und das habe ich alles, naja, mit Stampin' Up Farben gemacht. Weil da habe ich halt, für mich sind Füchse halt Herbst. Und ja, das ist jetzt mehr oder weniger so eine, ja, Abhängkarte. Also hier, das ist der Büttenrand. Da hatte ich
seht ihr auch im zweiten Video, wenn ich euch die richtige Bestellung zeige, habe ich hier die Büttenrandrechtecke und das ist das größte Rechteck, was ich dafür benutzt habe. Aber ich habe gedacht, ich kombiniere das einfach gleich, weil, ja, ne, muss man nicht immer neu anfangen. Ja, das ist also diese. Und dann habe ich noch, das ist jetzt erstmal auch das letzte, was ich euch jetzt damit zeige, dann habe ich noch diese hier. Und da habe ich ja mein Fuchsset. Das liebe ich ja, Füchse und Laub. Das ist echt schön, das Set. Das herzlichen Glückwunsch habe ich wieder genommen, was ich auch, euch auch gerade gezeigt hatte. Wie gesagt, zweites Bestellungsvideo, auch mit Beispielen, lade ich auch zeitgleich fast hoch. Und da könnt ihr euch das dann auch anschauen. Ich verlinke es trotzdem in der Infobox, die Artikelnummer dazu. Und das habe ich ja mit Ombre-Technik gemacht, also mit so kleinen Fingerschwämmchen. Und bin dann halt mit den Farben, die ich auch in den Blättern habe, rübergegangen. Den Büttenrand habe ich hier nochmal benutzt, also die Büttenrandrechtecke, die ich euch gerade schon gezeigt habe, also dieselben wie hier. Und dann habe ich aber den Hintergrundstempel hier von dem Mustermix benutzt. Und zwar ist das dieser hier. Das ist der hier quasi. Und habe den hier und habe damit den Hintergrund gestempelt. Kann man wahrscheinlich nicht so sehen. Ich habe das also so angesetzt und bin dann immer so und habe dann aber mit zwei Farben. Das sieht man, wie gesagt, jetzt nicht so geil. Ich habe da jetzt zwei oder drei Farben genommen. Ich glaube, das ist Terrakotta und ja, Orange. No? Genau. Achso, und hier hatte ich auch noch einen Hintergrundstempel, nämlich diese Punkte. Das ist dieser Stempel. Auch aus dem Mustermix 3 habe ich diesen Stempel dann noch benutzt. Also ich habe jetzt erstmal so fast alles benutzt, außer die Zweige. Und naja, hier für die Girlande halt, habe ich halt das Ding hier noch gebraucht. Die anderen Sachen habe ich jetzt noch nicht genutzt, aber das werde ich auch noch machen. Aber ich denke einfach als Beispiele jetzt erstmal zu meinem Auspackvideo dazu reichen die drei Sachen. Also es sind ja drei Karten entstanden, wie schon gesagt. Ja, und könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Karte euch am besten gefällt. Mein persönlicher Liebling ist diese. Das ist die dritte hier. Aber ja, die Geschmäcker sind ja verschieden und ja. Genau. Ja, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!